Hallo und herzlich willkommen zum ersten Hexit-Tutorial. Heute geht es um Schokobos. Ja, mit Hexit kamen ja die Schokobos und ich fand die Viecher so unglaublich toll und so unglaublich niedlich, dass ich einfach mal darüber ein Tutorial machen musste, damit ihr damit auch umgehen könnt und wisst, wie ihr mit den Tierchen richtig umgeht. Machen wir direkt mal Tag, damit ihr unsere kleinen Tierchen auch in voller Pracht beobachten könnt. Ja, und zwar fangen wir damit an, mit dem Generellen. Ja, Schokobos spawnen random in der Welt. Und ich glaube, das Biom ist, glaube ich, nicht davon, also die sind nicht biomabhängig. Ich glaube, die können überall spawnen. Und wenn das nicht so sein sollte, dann findet ihr auf jeden Fall in Flachlandbiomen und in Wäldern. Da habe ich sie zumindest schon persönlich mal gefunden. Ja, es gibt in der Oberwelt ganz normal diese gelben Schokobos. Keine anderen. Im Nether und im End findet ihr extrem selten ein purplenes Schokobo. Das zeige ich euch gleich noch und was das kann. Aber jetzt erstmal zu den normalen und zu den tollen, ja, wie man Schokobos überhaupt erst einfängt und züchten kann. Und zwar einfangen kann man ein Schokobo mit diesen Gysal Green. Die findet man random überall in der Welt. Davon findet man sogar richtig viele, wie ihr hier seht, im Flachbiom. Ganz, ganz viele, überall riesengroße Haufen. Und ihr könnt sie nicht nur finden, sondern auch züchten, indem ihr einfach ein Gysal Green in euer Craftingfeld legt und dann bekommt ihr 3 Seeds pro Gysal raus. So, und zwar müsst ihr die sogar züchten, die Gysalen, denn ihr habt eine Chance, dass nicht nur eine normale Gysale rauskommt, sondern hier eine Lovely Gysal oder eine Golden Gysal. Das ist vor allem wichtig für die Zucht, denn ohne die könnt ihr eure Schokobos nicht züchten. Nun zur Zähmung der Schokobos. Für die Zähmung braucht ihr diese ganz normalen Gysal Greens und ihr müsst einfach, stoppt euch ein wildes Schokobo und rechtsklickt damit so lange, bis die Herzchen kommen. Ja! Und dann bekommt dieses Schokobo ein rotes Halsband und dann wisst ihr, es wurde gezähmt und ihr könnt es dann, ja, besatteln und reiten. Und zwar, solange das Schokobo jetzt noch keinen Sattel auf dem Rücken hat, wird es so umherwandern. Und um das zu unterbinden, braucht ihr dieses Schokopedia. Da zeige ich euch mal kurz das Rezept dazu. Das ist ganz einfach. 4 Schokobo-Federn, die Schokobos zwischendurch fallen lassen automatisch. Ein Goldnugget, ein Lapislazzo, die 2 Tintensäcke und ein Buch. Wie findet man das Schokopedia? Ganz einfach, ein Rechtsklick auf euer Schokobo. Und schon könnt ihr hier einiges auswählen. Ihr seht einmal, wer dieses Schokobo besitzt, die Gesundheit und welches Geschlecht es hat und ob es gezüchtet werden kann oder nicht. Ja, ihr könnt es ja einmal umbenennen. Ihr könnt es, ja, ihr könnt den Nameplate anzeigen lassen und verbergen. Ihr könnt einstellen, ob es herumwandern soll, ob es euch folgen soll oder ob es stehen bleiben soll. Und Confirm heißt einmal, ne, bestätigen. So, jetzt bleibt es stehen. So lange, bis ihr was anderes sagt. Ja, und zwar, es gibt da noch einige andere nützliche Gegenstände für so ein Schokobo. Und zwar einmal, oh, da fehlt mir gerade was. Ach nee, schon gut. Haha, ich hab's ja doch da. Und zwar einmal der Schokobo-Sattel. Mit einem Rechtsklick auf das Schokobo seht ihr, hat der Schokobo jetzt einen Sattel und ihr könnt mit Rechtsklick aufsteigen und umherreiten. Ja, das Schokobo bleibt übrigens automatisch stehen, sobald es aufgesattelt ist. Das heißt, ihr müsst es mit der Schokopedia nicht anklicken und zum Stehen zwingen. So, dann gibt es noch weitere nützliche Tools, wie zum Beispiel diese Satteltaschen. Mit einem Rechtsklick auf das Schokobo bekommt es diese Satteltaschen. Sehr stylisch und das Schöne ist, mit einem Shift-Rechtsklick könnt ihr das Inventar öffnen und es ist genauso groß wie euer Inventar hier. Und ihr könnt es halt auf Reisen mitnehmen und das hilft euch, ein bisschen euer Zeugs zu tragen. Das gleiche gibt es auch nochmal in größer. Ach ja, was ich euch gar nicht gezeigt habe. Ihr könnt mit einem Rechtsklick, wenn es Sachen anhat, mit der Schokopedia könnt ihr die Sachen droppen lassen, dass es quasi wieder nackig ist und ihr zum Beispiel diese Schokobo Packbags benutzen könnt. Die ersetzen den Sattel und sind nur dafür da, um viel Güter zu transportieren. Ein Shift rechts klickt, seht ihr, ein riesengroßes Inventar. Wenn ihr das Schokobo auf Folgen habt, könnt ihr damit durch die Gegend wandern und ganz viel Zeugs transportieren. Sieht wirklich sehr witzig aus, muss ich sagen. Ja, dann gibt es noch diese Gysal Cakes. Die werden wie folgt hergestellt. Ein bisschen Milch, Gysalen, ein bisschen Weizen, Zucker und ein Ei.
Ach genau, die Rezepte für den Sattel. Sattel ganz einfach, ein Leder und eine Feder. Diese zwei Strings müssen nicht sein. Ich weiß nicht, warum der anzeigt, dass er die Strings haben möchte, aber die sind nicht nötig. Es reicht ein Leder und eine Schokobo-Feder. Die Satteltaschen sind auch ganz einfach mit einer Feder und drei Leder. Und lassen wir das Schokobo sich mal wieder ausziehen. Upsa. Und die Packbags, die sind einfach zwei Wolle, vier Strings, ein Lederchen und eine Schokobo-Feder. Nun kommen wir zu den Fähigkeiten der einzelnen Schokobos. Und zwar, das gelbe Schokobo hat keinerlei extra Fähigkeiten. Man kann es reiten. Man ist da natürlich ein bisschen schneller auf dem Schokobo als zu Fuß. Und man kann auch etwas schneller über Blöcke nach oben laufen. Man muss nicht springen. Es kann über eine hohe Blöcke quasi drüber laufen. Das grüne Schokobo hat wiederum schon bessere Fähigkeiten, denn man kann damit ganze zwei Blöcke hoch laufen. Wie ihr seht, wir können einfach so über den Zaun drüber laufen. Das ist extrem praktisch, wenn man jetzt im hügeligen Gebiet unterwegs ist und keine Lust hat, ständig durch die Gegend zu hüpfen. Das blaue Schokobo hat eine wunderbare Fähigkeit. Wir können mit dem blauen ganz schnell über Wasser laufen. Ja. Und wir kriegen einen Buff, den Wasseratmungsbuff durch das Schokobo. Das heißt, wir können mit dem Schokobo auch gut unter Wasser und über Wasser unterwegs sein. Das weiße Schokobo. Das weiße Schokobo springt sehr hoch, wie ihr sehen könnt. Das ist auch sehr praktisch, wenn man jetzt im hügeligen Gebiet unterwegs ist. Kann man einfach mal so einen großen Berg hoch und jumpen. Das weiße Schokobo ist auch ein bisschen schneller als die davor. Boah, einfach praktisch. Das schwarze Schokobo kann nicht nur zwei Blöcke hochspringen, ist schneller als die anderen, sondern hat auch Night Vision. Das demonstriere ich mal kurz. Zack, da ist es hell im Dunkeln. Backt zwar immer noch ein bisschen rum, aber es ist halt so, es flimmert im Hintergrund. Das ist aber, glaube ich, überall so. Kommen wir nun zum goldenen Schokobo. Goldene Schokobos sind mit das Nonplusultra und das ist einfach so, weil sie können fliegen. Ist das nicht klasse? Ja, aber sie können nicht nur fliegen, sie können auch zwei Blöcke hochlaufen. Sie sind extrem schnell, die schnellste Spezies, die es unter Schokobos gibt. Und natürlich können sie, ja, fliegen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Mit Leertaste hochfliegen und mit Shift absinken. Das Ähnliche gilt für dieses Purple Schokobo. Purple Schokobo findet man ja, wie gesagt, extrem selten im Nether. Und diese Teile haben auch einfach den super Vorteil, sie sind lava-resistent. Machen uns mit dem Fire Resistance Buff natürlich auch lava-resistent. Das heißt, Reisen über einen Lavasee sind nun kein Problem mehr. Das Schöne an ihnen ist, sie können auch fliegen. Yay! Sie sind nicht ganz so schnell wie das goldene Schokobo, aber es muss ja auch gar nicht sein, denn sie können über Lava laufen. Hallo, das ist ja voll cool. Ich mache mal kurz wieder ein bisschen Licht und dann kommen wir auch direkt zur Zucht dieser verschiedenen Farben. Und zwar hier haben wir ein Schokobo-Paar und da vorne in dem Kessel steht schon ein Baby. Ja, das Gehege der Schokobos, das Material des Geheges ist eigentlich vollkommen egal, die Größe auch. Praktisch wäre es nur, wenn man hier diesen Strohboden verlegt, den zeige ich euch mal kurz, den craftet man... Nein. Ganz einfach mit zwei Wheat nebeneinander bekommt man 8 Stück raus. Die legt man auf den Boden wie Teppich, sind also ein Pixelblock höher als die anderen. Den Kessel baut man mit Wasser gefüllt dahin, damit die sich wohlfühlen. Auf dem Stroh stehende Schokobos werden über Zeit geheilt. Das heißt, wenn ihr von einem Abenteuer wiederkommt und ein Schokobo ein bisschen Schaden gekriegt hat, könnt ihr es hier hinstellen und es wird sich von alleine wieder regenerieren. So, kommen wir nun dazu, wie man ein grünes oder ein blaues Schokobo bekommt. Die bekommt ihr zufällig aus diesen gelben Schokobos. Es gibt männliche und weibliche Schokobos. Das männliche Schokobo hat hier so bunte Fransen am Kopf und das weibliche hat sie einfarbig. Das könnt ihr auch sehen, wenn ihr mit der Schokopedia rechtsklickt. Dann steht hier Female oder Male. Ja, um die Schokobos züchten zu können, braucht ihr, wie schon erwähnt, die Lovely Güsalen oder die goldenen Güsalen. Die Lovely Güsalen haben eine Chance von 20% ein besseres Schokobo zu generieren und die Güsalen von 50%. Natürlich sind die goldenen Güsalen schwieriger zu bekommen als die Lovely. Ja, haben aber auch größere Vorteile. So, diese zwei können zufällig ein blaues oder ein grünes Schokobo generieren. Ein grünes und ein blaues Schokobo zusammen können ein weißes Schokobo generieren.
ein weißes und ein gelbes Schokobo zusammen können ein schwarzes generieren. Ein schwarzes und ein weißes mit auf jeden Fall einer goldenen Gysale verpaart, das ist wichtig, bekommt ihr ein goldenes Schokobo. Und leider sind die purplen, also die lila Schokobos, nicht zu züchten. Das heißt, die müsst ihr auf jeden Fall im Nether finden, ansonsten kommt ihr da nicht dran. Ja, viel mehr gibt's auch schon gar nicht zu sagen. Es ist einfach toll, man kann die einzelnen Schokobos ganz gut züchten und wirklich super Schokobos dafür kriegen. Denn mit einem fliegenden Schokobo kann man wirklich sehr, sehr viel erreichen und ist auf jeden Fall gewappnet für viele Monster und gegen viele Monster. Man stirbt weniger und es ist einfach super praktisch. Ja, das war's auch schon. Ich würde mal sagen, nehmt euch ein Abo und bis zum nächsten Mal.